Beantworten Sie unsere Fragen. Sie dürfen nur Ja oder Nein sagen. Ist Ihr Name Juri Klebanow? Ja. Kommen Sie aus Russland? Ja. Sprechen Sie mit russischem Akzent? Natürlich. Sind Sie russischer Geheimagent? Wie belügt man einen Lügendetektor im Verhör beim Ermittler oder Inspektor? Das ist für mich zwar nicht wirklich aktuell, doch das beschäftigt mich rein intellektuell. Wenn ich so privat nicht die ganze Wahrheit sage, wirkt sehr überzeugend jede meine Aussage. Niemand merkt irgendeine Abnormalität, doch das tut angeblich dieses Gerät. Seine Arbeitsweise geht auf die Kindheit zurück. Ein Kind wird fast immer bestraft für Betrug, angeschrien, beschimpft, einem Druck ausgesetzt, so dass sein Gehirn an solchen Fällen Häkchen setzt. Lügen heißt Stress, Aggression und Gefahr, und wenn man nächstes Mal lügt, nimmt es ebenso wahr. Es bereitet den Körper auf gefährliche Konfrontation durch sogenannte Kampf- oder Fluchtreaktion. Muskeln werden extra angespannt, um eine mögliche Attacke abzuwehren. Herzschlag und Blutdruck steigen markant. Die Atmung wird flach und beschleunigt sich rasant, um mehr Sauerstoff den Muskeln zu gewähren. Da diese nun intensiver kontrahieren, schwitzt man, um die Wärme wegzutransportieren. Bei Erwachsenen sind diese Zeichen kaum zu merken, doch man kann sie messen und verstärken. Puls, Blutdruck, hautfeuchte Atemfrequenz bringen die Lüge zur Evidenz. Haben Sie schon mal eine Frau betrogen? Nein. Ja. Haben Sie jemals Behörden belogen? Nein. Sind Sie schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Ja. Nehmen Sie gelegentlich Drogen? Nein. Haben Sie eine geistige Störung? Nein. Sind Sie beteiligt an einer Verschwörung? Nein. Empfinden Sie jetzt gerade Empörung? Ja. Der Lügendetektor misst also nicht die Lüge, sondern die Erregung, daher kommt das Ergebnis nur bedingt in Erwägung. Menschen, die Lügen beruflich trainieren, können Messwerte durchaus manipulieren. Methode Nummer 1. Vor dem Test nicht schlafen und damit einen dämpfenden Effekt für die Erregung schaffen. Auch Medikamente gegen Bluthochdruck beseitigen die Stresssymptome gut genug. Ich bin Bundeskanzlerin Merkel. Ich habe 4 Nasen. Ich bin 3 Meter groß und 200 Kilo schwer. Ich rauche gar nicht mehr. Nächste Methode. Statt zu versuchen, beim Lügen cool zu bleiben, kann man bei ehrlichen Antworten ein bisschen übertreiben. 2 mal 2 ist gleich 4. Ich bin im Fernsehen. Elefant ist ein Tier. Ich will einen Totschlag begehen. Für künstlich erzwungene Erregungspicks gibt es auch ein paar rein technische Tricks. Für Stressanzeichen wird es nämlich genügen, sich leichte Schmerzen zuzufügen. Sich mal kratzen, eine Reißzwecke in den Schuh legen, mit dem Fuß bewegen und so sich erregen. Sind Sie beteiligt an terroristischen Aktivitäten? Nein. Sind Sie im Besitz von Haushaltsgeräten? Ja. Sammeln Sie Briefmarken oder Moneten? Nein. Rasieren Sie selbst Ihre Koteletten? Nein. So verschwimmen die Grenzen zwischen Lüge und Wahrheit und die Messung verliert jede Klarheit. Inzwischen haben Wissenschaftler festgestellt, dass man die Lüge zu Unrecht als Sünde darstellt. Denn 70% aller Alltagslügen benutzt man, um Freude dem Nächsten zuzufügen. Sie stellen mir so sehr intelligente Fragen. Ich freue mich wirklich, dass eben Sie mich befragen. Ach was, ich respektiere Sie wirklich, Inspektor, und ich liebe so sehr Ihren Lügendetektor. Thank you.